So, yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen hier in Bilibin umgesehen und wollen uns heute mal ein wenig auf den Weg nach Osten machen. Ich frage mich hier gerade, wir haben ja zwei Optionen, um von hier aus nach Osten zu gehen. Hier, warte, hier unten lang? Oder hier oben lang? Ich würde sagen, wir gehen erstmal unten lang, das sieht aus wie ein durchgängiger Weg. So. Also hier lang. Also, ich habe meinen Mauszeiger schon wieder im Bild. Ständig hängt der im Bild rum. Das ist... Guck mal, da vorne steht was. Aber erstmal müssen wir hier kämpfen. Und zwar gegen... Zombies. Wir haben... nicht allzu viel Neues. Na, eigentlich möchte ich jetzt noch keine Synergie einsetzen. Wir greifen erstmal den Zombie an. Hattest du? Nein, hattest du nicht. Okay. Dann war das alles nur Einbildung. Blitzstrahl. Ja, okay. Ivar kann ruhig Synergie machen. Der hat genug PP. Der verkraftet das. Shit, dann habe ich doch ein bisschen unterschätzt, wie stark Ivans Synergie war. Jetzt kommt Grollen und wie viel Schaden macht es? 5, okay. Das war sehr effektiver Schaden, lol. Sehr effektiv, 5 Punkte Schaden. Ja, seems like it. Das habe ich... Ach, ich vergesse ständig Dinge zu erklären. Ich bin ja so ein Schussel. Barrikade von Bilibin. Zutritt nur mit Sondergenehmigung erlaubt, Lord McCoy. Naja, wir haben jetzt nicht direkt eine Genehmigung, ne? Ja, okay. Das wollte ich gerade noch... Ja, ich war gerade dabei, etwas zu erklären, ich weiß. Ihr müsst wissen, wenn jetzt zum Beispiel steht, nimmt 5 Punkte Schaden, ein Ausrufezeichen dahinter, heißt das normaler Schaden ohne irgendwelche Modifikatoren. Steht dort, nimmt 5 Punkte Schaden, Punkt, dann wäre der Schaden... Dann sind wir gegen den Angriff irgendwie resistent gewesen. Und wenn da was mit 3 Ausrufezeichen steht, heißt das im Prinzip sehr effektiv. Das kann man ja auch nochmal erwähnen. Und guck mal, wir können das Ding verschieben. Okay, Moment, vielleicht können wir es ja in die andere Richtung verschieben. Okay, das haben sie ziemlich nachlässig verschlossen, wenn ich das mal so sagen darf. Hier. Was machen die Bäume da? Kann ich mit denen irgendwas machen? Vielleicht Gedanken lesen? Sie sind so schwer. Kann ich euch vielleicht verschieben? Nee, okay. Ein Versuch war es wert. Ba-da-da-da. Und schon sind wir wieder zurück auf der Weltkarte. Jetzt wissen wir ja auch, was der Soldat meinte mit, ihr braucht keinen Schlüssel. Da hinten ist ein Wald, okay. Das wird dann wohl der Wald von Kolima sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell hierher kommen. Nach Kolima. Denn offensichtlich ist es bis zur Stadt ja auch nicht mehr weit. Wow, der hat eine ganze Angriffswelle von uns überlebt. Und macht ganz schön Schaden. So. Jawohl. Jawohl, Blitzi. Bam, 16 Punkte Schaden. Alter, Ivan. Junge. Jetzt müsst ihr das Mistvieh aber auch mal töten. Komm. Stirb einfach. Jetzt will ich aber Erfahrungspunkte sehen. Ja, das ist Erfahrung und das sind auch ganz schön viele Münzen. Moment. Ivan wird jetzt gleich mal geheilt. Das gefällt mir gar nicht, dass der hier mit so wenig KP rumrennt. Und hier ist auch noch was. Badada. Oh, ich mag diesen traurigen Soundtrack so gerne. Der ist einfach nur schön. Es ist so still. Was ist los, Ivan? Dieser Baum war einst ein Mensch. Jeder hier in Kolima wurde in einen Baum verwandelt. Warum?
Weißt du, warum dies geschehen ist? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich? Ich verstehe. Wer kennt schon die Antwort? Was ist jetzt, Ivan? Dieses glitzernde Zeug auf dem Boden. Was ist das? Was geschieht? Mein Verstand. Jemand greift mein... Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Es glitzert. Ist es das, was diese Leute zu Bäumen... Wir müssen weg von hier. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Und was jetzt? Isaac, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere, hat sie uns geschützt? Sah ganz so aus, ja. Das glaube ich auch, Isaac. Ich denke, ich weiß, was diese Kuppeln waren. Das war unsere Synergie. Bist du verrückt? Ich habe doch gar keine Synergie eingesetzt. Hey, ich kann stehen. Ich kann mich wieder bewegen. Keine Sorge, Ivan. Mach nur. Steh auf. Ja, und ich soll liegen bleiben, oder was? Okay, ich mach einfach mit. Okay. Diese Barrieren. Wir dachten doch, dass man Synergie nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Ja, dachten wir. Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir zerspringt der Kopf. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, aber wenn ich Synergie einsetze... Wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass wir Synergie projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Synergie ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist? Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Nicht ganz. Ich stimme Garrett zu. Es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten, Isaac? Ja. Ja, lass uns versuchen, diese Fähigkeit zu perfektionieren. Vorsicht, es passiert schon wieder. Werden sie nicht zu Bäumen. Wer sind sie? Was mögen dies für Menschen sein, dass ihnen Trets Glanz nichts anhaben kann? Sind sie hier, um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner Kolimas zu retten wird nicht genug sein. Sie haben kein anderes Schicksal verdient. Sie haben mich mit ihren Werkzeugen bedroht. Jetzt bedrohe ich sie mit meinen.
Ihr Kinder mögt es vielleicht nicht wissen, aber wir sterben. Und wenn wir nicht mehr sind, wird auch der Wald von Kolima vergehen. Wir sind nicht die Einzigen, die sterben werden, Aburandra. Wenn es uns nicht mehr gibt, werden auch sie aufhören zu existieren. Einst vertrat der sanftmütige König dieses Waldes. Doch langsam greift der Tod nach ihm und sein Herz wird entzwei gerissen. Die dunkle Seite seiner selbst hat die Menschen von Kolima in Bäume verwandelt. Warum man... Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Wie kann das denn sein? Sorry, Leute, ja? Aber warum? Warum? Ich habe das schon mal angesprochen. Wenn ich nicht aufnehme, ja? Da aktualisiert sich meine Antivirus-Software überhaupt nicht. Nee, aber wehe, ich nehme auf, du, dann. Oh Gott, das nervt mich. Das nervt mich echt. Der sanfte Tret spricht nicht mehr zu uns. Das sanfte Herz ist ein offenes Tor für Zerstörung aller Art. Ich brauche keine Sanftheit. Wünscht ihr, jene zu retten, die Tret in Bäume verwandelt hat, müsst ihr seine sanfte Seite wiederbeleben. Jedoch, gelingt es euch nicht, Tret vor dem Verfall zu bewahren, werden wir alle... Sucht nach Tret in der Tiefe des Waldes. Es hat keinen Sinn, Aburandra. Man kann den Menschen nicht trauen. Ich werde sterben. Und der Rest des Waldes mit mir. Isaac, gibt es denn nichts, was wir tun können? Doch klar. Es gibt immer einen Weg. Was sollen wir tun? Hast du schon eine Idee? Nee, nichts Konkretes? Nicht so ganz? Er ist genauso überfragt wie wir, aber er sagt, dass er helfen wird. Ich vertraue Isaac. Ihm wird schon etwas einfallen. Ja, mir... Ich habe immer Ideen. Och Mann, warum spielt jetzt wieder der... Ich mag den auch, den traurigen Soundtrack, aber der ist nicht halb so schön wie der andere. Und offensichtlich, ich denke mal, wir können hier zwar rein, aber da wird wohl nichts sein, was wir uns kaufen können. Ein Djinn. Ich will den Djinn haben. Den Djinn. Okay. Eine Höhle. Okay. Das kommt überraschend. Wobei, ganz ehrlich, ihr wisst, dass ich das Spiel nicht blind spiele und an diesen Djinn konnte ich mich noch genau erinnern, denn den habe ich erst um einiges später geholt, als ich ihn eigentlich schon holen hätte können. Ich finde den aber sehr gut versteckt. Ich habe doch gar nicht auf Flüchten gedrückt. Okay, wahrscheinlich hat er gerade einfach so random Flüchten ausgewählt. Ich weiß natürlich, wie ich den Djinn bekomme, aber... Wisst ihr... Es ist einfach für mich jetzt in solchen Punkten immer schwierig vorzutäuschen, dass ich das Spiel halbwegs blind spiele. Denn das tue ich einfach nicht. Oh, nein, nein, nein. Der Venus-Djinn Granit folgt Isaac. Das ist generell so ein Problem mit dem Commentary, das ich so persönlich ein bisschen habe. Es ist für mich halt ein bisschen schwierig... Also wir kriegen einen sehr guten Werteboost, möchte ich meinen. Okay. Erzeugt eine mächtige Erdbarriere. Und gerade so bei den Djinns schlägt sich das dann natürlich ganz schön nieder, dass ich das Spiel halt schon kenne. Lass mich bitte einfach fliehen. Danke. Denn wie gesagt, ich kenne das Spiel und, ja. Ich kann hier jetzt halt halbwegs vortäuschen, dass ich es... nicht kennen würde, aber es macht keinen Sinn, denn am Ende des Tages kenne ich es eben doch. Und bei so einer großen Gegneransammlung möchte ich doch gerne Synergie wirken auf den Rattensoldaten. Das machen wir so. So. Wir kloppen hier jetzt einmal volles Fund mit Synergie drauf.
Deswegen, also ich kann versuchen vorzutäuschen, dass das Ganze hier blind ist, aber ich werde dann halt einfach nur so ein bisschen sagen, oh, guck mal, da ist eine Höhle und ja, das ist dann mehr oder weniger nur ein bisschen Show, weil unterm Strich kenne ich das Ganze dann doch. Und ja, ihr müsst mir jetzt echt mal sagen, ob das jetzt so schlimm für euch ist, weil ich sag mal, bei Might and Magic kann man es noch ein bisschen überspielen, weil das Spiel ist generell ziemlich vorhersehbar eigentlich. Aber so bei Golden Sun, wo es dann doch den ein oder anderen Plot-Twist gibt, ich kenne die natürlich alle. Ich kann da bestenfalls überrascht tun. Mehr nicht. Ja. Aber, ich würde sagen, na doch, eigentlich betreten können wir ihn noch. Wald von Kolima. Und es spielt ein wunderschönes Thema. Und mit diesem Thema möchte ich mich auch von euch verabschieden. Wir hatten wieder eine ganze Menge Dialogstoff, sind aber in Kolima angekommen und haben noch ein bisschen was zusätzlich über Synergie erfahren. Eigentlich ist gar nicht so wenig passiert in dem Part, wie ich anfangs dachte. Und im nächsten Part werden wir uns hier im Wald von Kolima mal ein wenig umsehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.